Herr Reinicke, interessanter Satz von Ihnen. Für Israel war es immer wichtig, Gefangene, Geiseln und sogar Verstorbene, haben wir gestern auch drüber gesprochen, wieder zurückzubekommen. Und vielleicht wäre es vorstellbar, einen wie auch immer gearteten Deal zu machen, sagen Sie. Wie könnte der aussehen? Ja, da könnte vielleicht Teil des Ganzen sein. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal kurz, um den Rahmen zu setzen, das gehen, was nach meiner Überzeugung ein perfider Plan von Hamas ist. Ich fürchte nämlich, es ist weit mehr als das, was Sie gesagt haben, ein fürchterlicher Terrorangriff. Ich glaube, es ist Teil eines, ja, klingt ziemlich ausgeklügelten politischen Plans, mit dem man eine Idee verbindet. Und das ist das Schlimme an dieser ganzen Sache. Und wenn Sie sich mal überlegen, was können die Elemente davon sein, ist das Erste zunächst mal überhaupt die Palästina-Frage wieder auf die politische Agenda zu bringen. Mhm. Da muss man sagen, ist gelungen. Das zweite Element ist die Annäherung zwischen den arabischen Staaten und Israel, vor allem der saudi-arabischen Regierungen, Israel, ja, zu torpedieren, ist gelungen. Das dritte ist, und das ist aus der Sicht der Palästinenser und auch der Araber wichtig, den Nimbus Israels als ein unbezwingbares Land zu erschüttern, und zwar nachhaltig zu erschüttern. Und diese fürchterlichen Dinge, von denen wir gehört haben, sind sicherlich nicht nur Zufall gewesen. Mhm. Damit komme ich zu meinem vierten Punkt, von dem ich überzeugt bin, dass er Teil des Ganzen ist. Das ist ja ein sehr ausgeklügeltes, ist ja furchtbar, wenn man das sagen muss, ein ausgeklügelter Angriff gewesen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch die Verteidigung Gazas sehr ausgeklügelt gewesen sein wird. Und also der vierte Punkt ist, die wissen, was jetzt passiert. So, der vierte Punkt ist, Israel in den Gazastreifen hineinzulocken. Mit zwei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, Israel möglicherweise durch einen verlustreichen Bodenkampf noch weitere Verluste zuzufügen und dann immer in der für uns völlig kruden Logik Israel zu schwächen, zu sagen, seht ihr, mit unserer Methode können wir Israel schwächen und können es vielleicht sogar besiegen. Und der zweite Punkt ist eben, diese blutigen Bilder herbeizuführen, von denen wir ja gerade gesprochen haben, und dann eben tatsächlich auch die Bevölkerung aufzuwiegeln. Und wir sprechen ja nicht von den Regierungen. Und die Hoffnung auf die Hezbollah. Und die Hoffnung auf die Hezbollah. Wir sprechen ja nicht nur von den arabischen Regierungen. Mhm. Die haben im Wesentlichen daran kein Interesse. Aber die Bevölkerung wird aufgewühlt. Mhm. Also wir zielen auf die Bevölkerung und auf Hezbollah. Und wenn wir im Ergebnis, und das ist der perfide Plan, wenn es gelingt, aus Sicht der Hamas, das ist ja das Furchtbare dabei, Hezbollah zum Eingreifen zu bewegen oder eine dritte Intifada in der Westbank zu haben, haben wir eine völlig neue Situation. Und das ist nicht einfach nur spontan ein Terror. Dieses Aufwiegeln von Leuten, dieser Hass, der dadurch entsteht, auch in umliegenden Ländern, wenn man sich die Geografie mal anguckt, wie klein dann doch dieses Israel einfach rein geografisch ist, ja, und wie groß alles andere drumherum. Und wenn man sieht, da hat Herr Reinicke recht, Herr Neitzel, wie ausgeklügelt das an dem Punkt war, also erst die Raketen, in Wahrheit aber ein fürchterliches Ablenkungsmanöver für das, was danach kam, was wir gerade gehört haben. Und einen großen Teil dessen, was auch Gili Roman gerade erzählt hat, wissen wir deswegen, weil die Hamas-Terroristen, diese Bande selber mit Kameras ausgestattet war. Das heißt, die wollten, dass diese Bilder entstehen und die wollten, dass diese Bilder die Weltöffentlichkeit erreichen. Und die wollten Gili Roman, der heute hier sitzt, seiner Familie und allen anderen wehtun, sie maximal treffen mit genau diesen Bildern. Das heißt, was kann da noch daraus entstehen? Ja, die große Angst ist natürlich von uns allen, dass ein Flächenbrand entsteht. Und das ist ja nun wirklich eine Region, die einem Pulverfass gleicht. Und wir können ja von Glück sagen, dass es immer wieder auch gelang, Gewalt einzudämmen. Aber natürlich ist die, ich meine, Israel hat eine sehr starke Verteidigung. Israel ist darauf vorbereitet. Mhm. Sie haben es auch beschrieben, die Israelis leben mit der Gefahr, ganz anders als wir. Und deswegen ist auch übrigens die israelische Armee in einem anderen Zustand als die Bundeswehr, weil die Israelischen immer mit dieser Gefahr umgehen müssen. Aber die große, was wir nicht hoffen wollen, wenn die Hezbollah eingreifen würde, damit reden wir noch über eine ganz andere Bedrohung. Und wenn wir das hier auf der Karte sehen, Sie reden über Libanon, ne? Über den Süden Libanons. Der und praktisch von der Hezbollah beherrscht so, und dahinter steht der Iran. Genau. So, und früher war es eben so, da war der Irak sozusagen ein Gegenspieler des Iran. Seit 2003 ist er das sagen nicht mehr. Diesen Bereich beherrscht der Iran. Und keiner von uns weiß, das muss man auch noch mal deutlich sagen,
was die Hisbollah vorhat, ob sie bereit ist, diesen Schritt zu gehen, was der Iran vorhat. Also ich kenne keinen Menschen in Deutschland, der das wirklich genau beurteilen kann. Wir können nur hoffen, dass auch die klare Positionierung der USA mit ihrer militärischen Machtdemonstration vor der Küste Israels auch eine abschreckende Wirkung hat. Und da geht es ja darum, vor allen Dingen einen Luftschutz Israels zu verstärken für einen möglichen Fall, dass es eben Raketenangriffe aus dem Libanon gibt. Und da würde ich sagen, da gehören eigentlich auch wir Europäer hin. Denn ich muss ja auch sagen, wir haben ja Gott sei Dank, also auch von der Regierung, vom Parlament, eine klare Sprache zur Unterstützung Israels. Aber die Sprache allein ist es ja nicht. Und eigentlich würde ich gerne auch einen europäischen Flugzeugträgerverband sehen, der im Falle eines Eskalierens Israel unterstützen kann. Das haben wir leider nicht. Deutschland ist aber, KSK ist das Stichwort, Frau Strack-Zimmermann, wie involviert? Naja, die Kommandospezialkräfte sind nur insofern involviert, als dass es darum ging, deutsche Staatsbürger aus Israel rauszuholen. Sofern der Flughafen in Tel Aviv zum Beispiel so gesperrt ist oder nicht mehr nutzbar ist, um sie rauszuholen. Aber ich würde gerne, was Herr Neitzel sagt, dieses große europäische Thema. Europa hat über Jahre sehr viel Geld in die Hand genommen, zu Recht, um eben im Gazastreifen Gesundheit, Bildung voranzutreiben, sehr, sehr viele Milliarden. Und wir stellen eben heute auch fest, so wichtig das ist, selbstverständlich, dass eben auch einige Mittel abgeflossen sind, zum Beispiel im Bildungsbereich. Da sind Bücher gedruckt worden, Schulbücher gedruckt worden, wie der Hass auf Israel und auch die Ansage, Israel gehört vernichtet, immer wieder an junge Menschen weitergetragen wurde. Das heißt, das Geld ist auch genutzt worden, um genau das Gegenteil dessen zu erreichen, was wir wollten. Das heißt, wir in Europa müssen uns natürlich auch fragen, wie weit eben auch nachgewiesen wird, wo das Geld landet. Sie werden das nie komplett ausschließen können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist in der Tat die Rolle Europas. Es wäre jetzt auch eine große Chance seitens der Europäer, eben gerade weil eben immer wieder gesagt wird, wir stehen zu Israel, es ist ja nicht nur Deutschland. Genau. Und das ist dann fast tragisch, dass in dem Moment die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, die deutsche Kommissionspräsidentin sie streitet mit, die nun wirklich eine Nähe zu Israel hat, auch als Verteidigungsministerin ohne Zweifel das hatte, sich mit dem Ratspräsidenten Herrn Michel streitet darüber, was nun der richtige Weg ist. Man auch sehr schnell nach vorne geht, wer was sagt. Das ist natürlich in so einer Situation geradezu tragisch, weil es wäre wirklich die große Chance Europas, sich in den Konflikt in einem positiven Weise einzubringen. Zumal noch ein Gedanke, ich sogar noch weitergehen würde als die Länder, die Sie genannt haben. Denn der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Putin stellt sich ins Fernsehen und sagt, er solidarisiert sich, diese Tragödie im Gazastreifen. Das Krankenhaus, ne? Das Krankenhaus. Ja. Da ist es wieder. Also Putin, der selber Putin, in Aleppo Krankenhäuser platt gemacht hat. Genau, der gleichzeitig, während sagt, er das sagt, in der Ukraine Krankenhäuser, wir denken nur an Butscha und so weiter. Ja, ist unvorstellbar. Das ist eine solche, das ist so zynisch. Es ist immer heißt wieder Propagandaschlacht. Aber, es ist die Propagandaschlacht. Und entscheidend ist, dass es einer glaubt. Und das ist das nämlich letztendlich Europa, die freie westliche Welt, die Demokratien, Israel zu destabilisieren und am Ende auch zu marginalisieren und möglicherweise auch zu vernichten. Aber wir müssen handlungsfähig sein. Wir müssen handlungsfähig sein, auch als Europa. Und bei aller Zeitenwende und so weiter. Und das Beispiel zeigt es ja, wenn wir Europäer sagen, die Sicherheit Israels ist für uns Staatsraison. So. Und die Amerikaner sagen, wir verlegen da zwei Flugzeugträgerkampfgruppen hin. Es gibt ein einziges italienisches Schiff in der Kampfgruppe der USS Eisenhower. Aber wir gar nicht so weit gedacht haben, dass wir Europäer, wir haben ja Flugzeugträger, die Franzosen haben einen, die Briten haben zwei, die Italiener haben einen. So denken wir gar nicht, weil wir die Machtprojektion immer den USA belassen. Und wie viel Reden haben wir auch schon gesprochen hier gehört, seit 2014, wir Europäer müssen. Aber at the end of the day kommt es dann eben doch auf Taten an, wenn es zum Schlimmsten kommt. Und da müssen wir eben wirklich besser werden, und gerade auf europäischer Ebene. Wir reden ja viel über Schwierigkeiten in Deutschland, auf europäischer Ebene sieht es noch problematischer aus als in Deutschland. Naja, das bedeutet aber letztlich, dass Europa eine gemeinsame Außenpolitik braucht und eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Ja, aber da hätte ich eine Frage konkret. Ich lese dieser Tage immer wieder, vielleicht kann Herr Reinicke die auch beantworten, aber Europa ist ja demnächst auch Ihr sozusagen Feld? Ihr Feld, genau, Ihr Wirkungsfeld. Ja. Dankeschön. Also,
Ursula von der Leyen wird für ihre sehr klare Position pro Israel von anderen Europäern sehr deutlich kritisiert. Und man sagt, pass auf, also das ist nicht unsere Position, weil Sie gerade sagten, uneingeschränkte europäische Solidarität. Ja. Es gibt die deutsche, ja, aber bei der europäischen bin ich mir schon nicht mehr sicher. Haben Sie recht. Haben aber ich recht. Glaube, deswegen hatte ich vorhin gesprochen von Plan. Mhm. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist Teil eines politischen Szenarios, mhm, eines politischen Konfliktes. Und dieser politische Konflikt besteht zwischen zwei Seiten. Und wenn wir, der Bundeskanzler, gefragt wird oder Sie zu Recht sagen, was kann Deutschland tun, dann kann man im Augenblick nur etwas tun, wenn man auch auf die arabische Seite zugeht. Also wir brauchen die Kontakte in diese, mhm, Richtung. Und da geht es nicht nur darum, mit den Regierungen zu handeln, denn ich bleibe dabei, die meisten der arabischen Regierungen haben überhaupt kein Interesse an irgendeinem Konflikt. Mhm. Aber sie haben die öffentliche Meinung, die ganz anders ist, wirklich als Bedrohung, kann man sagen. Mhm. Und wenn immer ich höre, mit den Achamern jetzt spreche, die sagen immer alle, unser Leid wird nicht wahrgenommen. Und wenn ich dann sage, das, was Sie erzählt haben, dachte ich, ja, das ist richtig, aber wir haben auch ein Leid. Und das ist immer akzeptiert, ja, so. Kommt immer ein großes Ja, es ist, das ja. ist furchtbar, aber mhm. letztendlich ist das nun mal eine Realität. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, in Gespräche reinzugehen, mhm. müssen wir zunächst mal versuchen, wieder eine Glaubwürdigkeit zu finden. Und eines, was wichtig ist, und das macht die Europäer, das mhm. macht Borrell, wenigstens auch das Leid der Nicht-Betroffenen Bewohner in Gaza, also der nicht von unmittelbaren Kämpfer oder der Terrorist, wie sie wollen, in irgendeiner Art weiter anzuerkennen. Mhm. Denn wir haben also der Zivilisten, meinen der Sie, Zivilisten. Die nicht unter dem Verdacht stehen, Teil genau. von Hamas zu sein? Genau, es geht nämlich noch weiter, ja. und deswegen fiel das Stichwort Ukraine. Ja. Ich war jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder in arabischen Fernsehsendern, da ging es um unsere Position zur Ukraine. Und es kam damals schon und heute ganz klar auf den arabischen Straßen. Ihr erwartet von uns, dass wir Solidarität mit euch zeigen wegen des russischen Angriffs in das besetzte Ukraine. Und was macht ihr für das besetzte Israel? Doppelstandards, ne? Das ist immer der Vorwurf. Weltweit. Ja. Und also, da kommen ganz schlimme Dinge. Da kommen zum Beispiel Dinge, ihr habt uns 20 Jahre lang Demokratie erzählt, wir glauben euch nicht mehr. Ich weiß. Das ist, also wir sind in einer politischen und geopolitischen Auseinandersetzung, die anhand einer genau. Geisel ja. oder 200 Geisel in einer ganz furchtbaren Aber Situation glauben Sie, wir schaffen es wirklich, werden. In dieser aufgeladenen Stimmung eine Rationalität da reinzubringen? Weil mein Gefühl Doch, ich ist... Glaube, das ich schon ich würde gerne mal Gili Roman zu dem Thema mhm. fragen, weil ich habe bei wirklich vielen Besuchen in Israel in den vergangenen Jahren und trotz des Hasses, der auf beiden Seiten immer zu spüren ist, und Joschka Fischer, glaube ich, war es, der sagte, wenn ich auf der einen Seite bin, verstehe ich die, und wenn ich auf der anderen bin, verstehe ich die auch. Ich habe immer wieder gerade bei jüngeren Israelis, und da sitzt ein jüngerer Mann, mitgekriegt, es gibt sehr wohl... Thank you. Es gibt sehr wohl, gerade in ihrer Generation, und trotz des ganzen Blutvergießens und trotz des Horrors, den Sie jetzt auch erlebt haben, gibt es sehr wohl die Bereitschaft, der anderen Seite zumindest zuzuhören und zu versuchen, irgendwie aufeinander zuzugehen. Das ist nicht immer Regierungspolitik und Regierungshandeln, aber wenn man mit normalen Menschen in den Straßen spricht, dann höre ich das oder hörte ich das sehr, sehr häufig. Ist das so? Hat sich das verändert oder ist das immer noch so? Unfortunately, I think it's about to change drastically. Leider verändert sich das gerade unermesslich. Wir hatten ja bereits schon einen Tiefpunkt erreicht, was die Bereitschaft zuzuhören anging und Kompromisse einzugehen, diesen Konflikt zu moderieren in den letzten 10 Jahren. Mein Lebenswerk, wenn ich das so sagen darf, besteht in der Bildungsarbeit für Frieden. Ich war Leiter eines internationalen Internats in unserer Region und dort waren auch viele palästinensische Studenten, auch aus dem Gazastreifen, aus anderen Ländern. Die lernten dort zusammen mit Israelis, mit internationalen Studenten und man war sich der Problematik sehr bewusst. Und es war klar, dass es immer Konflikt geben würde und es war auch nicht immer einfach. Aber jetzt sind wir fast an einem Punkt angekommen, wo es fast unmöglich ist, das noch zu diskutieren. Und das bringt mich zurück zu meiner ursprünglichen Äußerung.
that if those if two agendas that don't necessarily wenn hier diese zwei Sichtweisen aufeinandertreffen und wenn man die miteinander vermengt, die nicht unbedingt miteinander etwas zu tun haben, dann weiß man nicht, sprechen wir gerade von einem politischen Konflikt, sprechen wir hier von Rechten, von der Aufteilung der Ländereien, von der Souveränität, oder geht es hier eigentlich um einen islamischen Wunsch nach einem muslimischen Reich und der Ausrottung der westlichen Werte? Wenn man das nicht mehr auseinanderhalten kann, dann wird es wirklich enorm schwierig und dann kann man auch nicht mehr aufeinander zugehen. Und die Motivation war ja seitens Israels schon recht gering, weil sich das Ganze einfach immer wiederholt. Denn jedes Mal, wenn wir etwas schaffen, was den Anschein der Stabilisierung erweckt hat, dann war es so, dass die Radikalen wieder zugeschlagen haben und das Ganze wieder aus dem Ruder lief. Und auch der Kontext der jetzigen Ereignisse, das geschah ja nicht aus heiterem Himmel. Es war völlig klar, dass wir uns auf etwas zubewegten, dass sich hier etwas tun würde. Da gab es die Beziehung zwischen Israel, Vereinigten Staaten, die westliche Welt und dann die arabischen Staaten und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Die Botschaft der Hamas lautet folgendermaßen: Israel muss so dargestellt werden, dass es nicht unbesiegbar ist. Und ich muss dazu sagen, das klingt fast ein bisschen lächerlich. Ich meine, das ist natürlich ein enormer Schlag und auch persönlich sehr schmerzhaft. Aber wir werden doch nicht besiegt, auch nicht, wenn 1.000 Israelis getötet werden, auch nicht, wenn 10.000 getötet werden, auch nicht von der Hezbollah. Und wir werden hier auch nicht die weiße Flagge hissen und uns ergeben. Nein, das reicht nicht aus. Das war nicht so sehr gegen uns gerichtet. Ich denke, das ist die wichtigste Botschaft. Das war eine Maßnahme gegen die gesamte liberale Welt. Was geschieht, wie reagiert die liberale Welt, wenn wir hier Chaos verursachen? Ich glaube, was Herr Reinicke meinte, war eigentlich die Erzählung gegenüber den eigenen Leuten. Ne? Genau, die sollen glauben, dass man in der Lage sein könnte. Und vielleicht noch mal das ergänzen, was Sie sagten. Auf diese Perzeption, von der ich gerade gesprochen habe, geht ja die das Gegenverständnis der Israelis, die immer wieder gesagt haben, ja, wir sind ja mal mehr, mal weniger bereit zu einem Friedensschluss, aber wir wollen Sicherheit. Und wir hatten immer Umfragen ich bin zum ersten Mal 87 in Israel gewesen, damals war es Peres und Shamir, glaube ich, die da gegeneinander antraten. Und der eine sagte mehr Sicherheit und der andere sagte, wir wollen aber einen Frieden mit den Palästinensern. Und letztendlich überwog immer das Sicherheitsargument. Und das ist jetzt natürlich ganz besonders, da sagen die Israelis, hey, wo sind wir jetzt? Aber wie gesagt, wir haben zwei völlig unterschiedliche Empfindungen. Aber wir haben zwei völlig unterschiedliche Empfindungen, ob uns das gefällt oder ob uns das nicht gefällt. Damit müssen wir umgehen. Und ich glaube, wenn wir verhandeln und irgendwann geht es in einen Verhandlungsaspekt, dann müssen wir diese Empfindung zunächst mal verstehen. Was wir damit machen, ist eine zweite Frage. Was nicht heißt, dass wir Verständnis dafür haben. Verständnis überhaupt nicht. Nein, aber wir müssen sich verstehen. Oder erkennen, vielleicht ist das der bessere Begriff. Erkennen. Parallele zu Russland, Ukraine. Wir haben immer gesagt, man kann über alles Mögliche reden, aber nichts rechtfertigt diesen russischen Angriffskrieg. Genau. Wie genauso nichts rechtfertigt diesen Angriff der Hamas. So, und wir haben immer im Russland-Ukraine gesagt, man kann, es mag NATO-Osterweiterung, was auch immer. Ich habe dazu eine klare Meinung, aber es gibt auch andere Meinungen. Nur nichts rechtfertigt das. Und wir haben nie argumentiert, oder viele von uns haben nicht argumentiert, in dieser Runde auf jeden Fall nicht. Das ist ja irgendwie verständlich. Also das wurde hier schon diskutiert. Ich erinnere mich aber nicht von uns beiden Fall. Frau Wagenknecht diesbezüglich. Frau Wagenknecht war so. Die Professorin aus Bonn. Ja, es gibt aber, Gott sei Dank, würde ich sagen, es gibt ja Leute, die dann dagegen eine Mehrheitsmeinung, die sagt, das kann man aber nicht, das rechtfertigt das nicht. Und genau diese Kombination haben wir jetzt wieder. Das haben Sie auch gesagt, ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig. Ja. Also ja, es gibt einen Konflikt und es gibt eine Geschichte dieses Konfliktes,
Aber nichts um aller Welt rechtfertigt diesen Angriff. Naja, vor allen Dingen, wenn du sagst, du willst etwas befreien, du befreist kein Volk, indem du einfach Menschen abschlachtest. Ja. Das ist Terrorismus, das war etwas völlig anderes. Aber sie haben genauso gut recht, andere sehen es natürlich so. Ja, das und das auseinanderzubekommen, weil da sind wir jenseits der Rationalität, glaube ich. Wir sind völlig jenseits der Rationalität. Was heißt denn aus der Sicht, hier sitzen zwei Sicherheitsexperten, Politikerinnen, was heißt denn eigentlich Bodenoffensive? Ja, Bodenoffensive heißt, was heißt Stadtkampf. Das? Mal ausbuchstabiert. Bodenoffensive heißt Stadtkampf. Und wir haben ja viele Beispiele. Ich nenne Fallujah im Irak und andere. Und wir wissen, dass Kämpfe in Städten aufgrund der bebauten Zone immer verlustreich sind. Zumal der Gazastreifen, von dem wir wissen, dass er komplett untertunnelt. Genau. Also dicht besiedelt, nicht der dichteste Ort, aber dicht besiedelt. Und Armeen in der Welt bereiten sich auf sowas vor, aber so kann man sich gar nicht vorbereiten. Und auch die Hamas wird sich darauf vorbereitet haben. Das heißt, also das ist kein schneller Sieg oder so. Er wird mit hohen Verlusten, und sie können in einem solchen Terrain keine zivilen Verluste vermeiden. Das ist dann schlicht unmöglich. Deswegen ist es ja gerade so schwierig, dass gerade für westliche Demokratien der Kampf in Städten hochproblematisch ist. Es gibt in der Geschichte ja immer wieder Fälle, wo Städte dann evakuiert wurden von einem der beiden Parteien. Und wir sehen ja auch, wie blutig es und wie schwierig es zum Beispiel für die Russen war in Mariupol. Und welche Folgen das hat. Und die Frage natürlich, wo wir wissen, dass Israel jedes Recht hat, sich zur Wehr zu setzen. Was für Bilder entstehen dann und die werden entstehen? Erstmal die toten Israelis, die zurückkommen. Oder die unter Umständen unter vorlaufender Kamera gefoltert werden. Oder die ganzen Entsetzlichkeiten, die Sie ja auch gerade geschildert haben. Was macht das wiederum mit den Ländern drumherum, wenn Israel eben dann durchgreift und dann eben auch Palästinenser sterben? Das ist... Und da sind wir Europäer, glaube ich, eigentlich völlig raus. Insofern, dass wir eben leider hat dieser Kontinent relativ wenig Einfluss dort. Und ich glaube, das Land, was jetzt zum Beispiel auf Israel noch einwirken kann, das ist alles beyond our pay grade, wir können das nicht näher analysieren, aber es ist die USA. Und die Frage wird sein, also ich glaube, dass die USA einen Einfluss haben. Die Frage, was ist eigentlich der nächste Schritt? Was ist militärisch der nächste Schritt? Und man kann das nachvollziehen, dass das israelische Militär sagt, wir müssen diese Bedrohung, die aus Gaza für uns kommt, die müssen wir zumindest für den Moment beseitigen. Aber das Problem ist natürlich auch, dass die politische Führung der Hamas in Doha sitzt und nicht im Gazastreifen. Ja, und dann kommt die deutsche Staatsräson. Ja. Wie weit geht die dann? Theoretisch müsste sie so weit gehen, auch militärische Mittel einzusetzen, aber das ist nicht... Militärische Mittel oder auch Menschen? Also theoretisch, wenn Israel darum bitten würde, also das ist jetzt, wir theoretisieren jetzt, dann müsste die Bundeswehr auch sagen, wir leisten Unterstützung. Das wird meines Erachtens nicht so weit kommen, weil Israel eine sehr fähige Armee hat und diese Unterstützung nicht braucht. Aber viel realistischer wäre es... für eine Ausweitung des Krieges, dass man sagt, wo sind die Europäer und der Schutz in der Luft. Wenn die Amerikaner einen Flugzeugträgerverband stellen können, müssten die Europäer das auch kommen. Da kommt das, was wir schon diskutiert haben. Die Europäer sind eben zerstritten. Und ich sehe nicht unbedingt, dass wir so schnell entscheiden, Frankreich, Großbritannien, die anderen Länder, dass wir einen solchen Verband zusammenstellen. Aber ich sehe natürlich die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe. Die engen Zusammenarbeit. Israeli arbeiten eng zusammen, haben Drohnen es gerade. Ist das Stichwort. Drohnen, nicht nur das, sondern die Luftwaffe hat der Inspekteur der Luftwaffe hat ja mit seinem Pendant in Israel auch dieses große Zeichen, dass man gemeinsam geflogen ist, über auch Dachau, also in Erinnerung. Wir haben jetzt bei den versehrten Spielen, der Invictus Games in Düsseldorf, waren die Israelis zum ersten Mal dabei. Da gibt es einen ganz engen Verbund. Und in der Tat, und dann wäre es nicht mehr theoretisch, wenn Israel heute darum bäte, ist es unwahrscheinlich, weil der Luftraum, Israel ist so groß wie Hessen, ist voll. Und die Israelis haben eine sehr fähige Luftwaffe. Israel hat eine wirklich taffe, starke Armee, aber wenn man das weiterdenkt und die Israelis würden heute sagen, kommt mit unseren Eurofightern um, dann müsste Deutschland, um im Bilde bleiben, Gewehr bei Fuß stehen. Ich glaube nicht, dass das akut ist,
Aber in der letzten Konsequenz wäre das so. Was wir jetzt machen, ist, die Drohnen zur Verfügung zu stellen zum Aufklären, Material, Gesundheitsmaterial. Das ist aber natürlich gemessen an dem, was das bedeuten würde, eine andere. Ich wäre jetzt ein bisschen realistischer. Also, dass das so völlig unrealistisch ist, würde ich gar nicht ansehen. Denn das sehe ich auch nicht. Wenn es einen, ich nenne es bewusst mal, Drei-Fronten-Krieg gäbe, Israel ist im Gazastreifen. Israel muss sich gegen Hisbollah verteidigen. Und dann nützen auch die 44 oder 75 amerikanischen Flugzeuge auf dem Flugzeugträger nichts, denn die werden von oben schießen. Aber man kann Menschen nur bedingt nur eingreifen. Wenn wir dann in der Westbank vielleicht auch noch eine dritte Intifada haben, dann wird es auch für Israel sehr schwierig. Und wir haben ja jetzt zum Beispiel schon gesehen, was in Jordanien los war. Jordanien ist nur wirklich ein Partner Israels. Es gibt Projekte Wasser gegen Energie, grüne Energie, die dort gemacht worden sind. Man versucht es wirklich. Und der König musste aufgrund der aufgeheizten Stimmung in seinem Lande das Treffen mit Biden absagen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Amerikaner unbedingt noch die Convening Power haben, oder Convening Power ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber noch die Möglichkeit haben, zu vermitteln, wie sie das vielleicht nur früher gehabt haben. Also wir kommen möglicherweise in die Situation rein, die Israel im Ergebnis meistern wird. Aber stellen Sie sich das vor, was da passiert. Und dann haben wir die Bilder, stellen Sie sich vor, noch mal im Gazastreifen oder noch in Südlibanon, explodiert der Libanon. Deswegen ist dieser Begriff Flächenbrand wirklich da. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, was bei uns Libanon ist. Also wir haben alles Interesse daran, auch zu unserer Geisel, diese Situation zu verhindern. Und deswegen ist mein Punkt noch mal, ob uns das gefällt oder ob uns das nicht gefällt. Wir müssen einfach auch ein Auge auf die Mentalitäten in der arabischen Welt richten. Das ist für jemanden wie Sie absolut absurd, so wie Sie es gesagt haben. Und für uns eigentlich auch völlig absurd. Aber wir müssen mit dem Fakt umgehen, dass dort erstmal so gedacht wird. Und wir müssen überlegen, wie machen wir das? Das ist schwierig, aber ich glaube, es hat keinen Sinn, das einfach zu ignorieren, so schwer es uns fällt. Nicht? Ein Schlüssel ist auch Ägypten. Und zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass unser Fokus eigentlich die Ukraine sein muss. Sicherheitspolitisch. Ich rede nicht über andere Fragen, denn ich glaube schon, dass der Westen ein Stück weit Burden-Sharing machen muss. Und dieser Krieg in der Ukraine wird nicht enden, sobald. Die Bundeswehr bereitet sich auf Jahr 2024 vor in der Ausbildung ukrainische Soldaten auf das Jahr 2025. Er ist in einem militärischen Patt und ich sehe nicht, wie die Ukrainer entscheidende Vorteile erzielen sollen oder die Russen. Er wird weitergehen, darauf müssen wir uns einstellen. Und wir müssen schon in einer idealen Welt, muss sich die westliche Welt entscheiden, auch wenn es weiter eskaliert, wie Sie das Szenario entwerfen, wo sind die Schwerpunkte? Also ich kann nur aus unserer fachlichen Richtung sagen, dass wir weiter die Ukraine beliefern mit all dem, was sie braucht. Wir werden auch weiter die Diskussion um die Marschflugkörper Taurus. Sie braucht mehr. Wir machen schon viel. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja. Angesichts der Situation muss es mehr sein. Wir werden auch weiter eben, wie gesagt, über die Lieferung des Taurus diskutieren. Wie kann die kommen? Die Diskussion läuft seit April, mal mehr, mal weniger. Jetzt ist sie natürlich wieder da, weil die Amerikaner, gerade die ATACMS, also eine vergleichbare Kurzstreckenrakete geschickt haben, die auch schon wirkungsvoll im Einsatz ist. Und insofern die Frage, die sich eben auftut, der große russische Nachschub kommt über die Brücke von Kertsch, also über die Krim. Das weiß auch jeder. Und deswegen, Taurus, das ist der Grund, warum die Ukrainer unbedingt Taurus wollen. Ja, darf ich das einmal verstehen? Also ja, es geht um die Brücke. Weiteres im Hinterland. Ich weiß, aber es geht auch um diese Brücke, die sozusagen bunkerbrechend ist und demzufolge auch in der Lage wäre, diese Brücke zu zerstören. Das wäre sie ohne Weiteres, wenn man genug liefert und wir haben das Material und die wäre auch einsatzbereit. Die wird kurzfristig programmiert, das muss man den Ukrainen beibringen. Heißt, wenn wir heute grünes Licht geben, dauert es auch 2 bis 3 Monaten, bis das auch passt. Aber interessanterweise ist die Sorge im Kanzleramt genau diese Brücke. Es geht gar nicht nur um es diese. Es geht um die Brücke. Ne? Nach dem Motto, eine deutsche Taurus würde diese Brücke, das Prestigeobjekt von
Wladimir Putin zerstört. Genau. Wäre aber wirkungsvoll. Ich meine, das ist alles kein Game Changer. Jeder glaubt, wenn ein neues System kommt, ist die Welt eine andere. Aber in dem Fall wäre es eben wirkungsvoll, weil sie ins Hinterland, also da, wo die Russen besetzt halten, wirken. Ja. Und diese Brücke ist nun mal von hoher Relevanz, weil der ganze Nachschub darüber läuft. Ich habe das in der Ukraine auch gehört, Scalp und Storm Shadow, also britisch-französische Exemplare ähnlicher Art, können das nicht.